herzlich willkommen zu meinem Unterricht. Ich bin Mr. Stinky. Und ich bin Mrs. Stinky. Und wenn du hier richtig Ärger machst, dann musst du nachsitzen. Darf ich vorstellen den größten Noob in der Schule? Hey, das bin ja ich. Hallo, was soll denn das? Leute, herzlich willkommen zu Mr. Stinkys Unterricht. Und wir spielen direkt auf hart. Und ich bin hier im Nachsitzunterricht. Und wie ihr sehen könnt, also 1 plus 1 gleich 3. Das macht irgendwo gar keinen Sinn, ne? Warum zur Hölle ist da mein Poster dran und ich bin der größte Noob? Hey, was soll denn das? Naja, Leute, lasst ein Like, wenn ihr Bock drauf habt. Wir gehen mal rein. Ich löse mal den Feueralarm einfach aus. Junge, einfach den Feueralarm ausgelöst. Yes! Und wir sind raus. Direkt. Jetzt können wir aus der Schule einfach rausgehen. Und Mr. Stinky, der wird hier gar nichts, Alter. Was ist das denn? Hallo? Mr. Stinky? Mr. Stinky? Oh, ich wurde mit dem Lineal verprügelt. Leute, ist das legal? Okay, wir gehen wieder rein. Und jetzt wird's, glaube ich, etwas schwierig. Wir müssen jetzt ganz schnell sein, Leute. Oh, Mr. Stinky, der Junge, wie schnell ist der? Hallo, wie schnell ist der denn? Oh Gott, ich bin so tot. Ich bin so tot. Oder auch nicht. Er ist da an der Wand stecken geblieben. Mr. Stinky, netter Versuch, aber da musst du schon früher aufstehen, wenn du mich erwischen willst. Guck dir den Fettsack mal da unten an, ne? Tja. Schläft der? Ist nicht dein Ernst. Der schläft einfach in der Schule, Leute. Ja, wie cool ist das denn? Und da hinten ist Mrs. Stinky, oder? Nee. Leute, ich zeige euch mal, wie man das macht. Ich bin hier absoluter Profi. Habe ich gesagt und war vielleicht auch eher nicht so, aber jetzt bin ich wieder voll im Film, Leute. Die anderen, die wollen auch aus der Schule raus, aber ich bin viel schneller als die. Und Junge, das ist schon, ich muss sagen, Digga, der Charakter sieht wild aus. Guck mal, das Auge oben, das verfolgt ja. Jo, okay. Nun gut, gehen wir mal hier rüber. Und was ist das hier unten eigentlich für eine komische Maschinerie? Muss mal ganz kurz schauen. Wir haben hier zwei Schalter, die wir aktivieren müssen. Und wir dürfen bloß nicht in diese Maschinen reinfallen, ne? Warum gibt's sowas eigentlich in der Schule? Kann mir das mal jemand sagen? Was soll denn das? So, wir gehen mal darüber. Das Ding dreht sich ein bisschen schneller. Aber auch da kommen wir eigentlich easy durch. Schalter ist gedrückt. Tür dürfte sich öffnen. Okay, wir gehen weiter. Mr. Stinky, netter Versuch. Aber mich kriegst du heute nicht. Nicht heute. So, finden Sie die zwei Knöpfe, das habe ich schon getan. Und wir gehen mal weiter nach oben. Was ist das denn hier? Hallo? Oh Gott, Leute! Dim, 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 dim. Easy, easy durchgekommen. Jawohl, Freunde, das war locker. Und jetzt haben wir hier so ein paar Fallen. Hm, netter Versuch, aber diese Bücher, ich bin ganz ehrlich, die werden einen locker fressen. Was sagt er? Das ist ein Geheimgang? Oder wir gehen da durch? Oh, Leute, was machen wir denn da jetzt? Ich will einmal ganz kurz... Nee, weißt du was, wir gehen in den Geheimgang. Komm, ich guck mal rein da, ne? Ein Secret Room. Was ist denn hier? Oh, gefällt mir gut bisher, Leute, muss ich sagen. Das ist ein sehr, sehr cooles Spiel. Und wir haben da hinten irgendwie so einen Schalter mit so einer riesen Giftgrube, ne? Und was ist das denn? Was ist denn das? Was macht der da? Hä? Hey! Nein! Oh mein Gott, Leute, Mr. Stinky greift uns an! Digga, das ist doch keine Schule mehr! Oh Gott, wir haben es mit ihm zu tun. Wir müssen im Pace bleiben. Oh Gott, der hat den Hut auf mich geschossen. Junge, wer hätte denn damit gerechnet? Ich bin bereit. Ich komme wieder. Und jetzt, Digga, kriegt er von mir richtig in sein Gesicht rein. Und ja, die Frage ist halt natürlich, was passiert, wenn der jetzt gleich den Hut zündet? Wir müssen immer schön weg. Der wird gleich kommen. Der wird gleich kommen. Oh, oh. Oh, oh. Jetzt. Feuer? Was? Der spuckt Feuer, der Typ? Was kann der noch alles? Nein, bitte keinen Hut. Bitte keinen Hut. Bitte keinen Hut. Gar keinen Bock. Ich hab ihn gleich. Komm schon. Komm schon. Yes! Er ist ausgeschaltet. Ich habe den Geheimboss besiegt. Leute, Leute, Leute. Mr. Stinky muss schon ein bisschen früher aufstehen, wenn der meint, er kann mich kriegen. Okay, dann gehen wir mal raus. Habe ich jetzt... Ich habe jetzt das Mega-Pace. Yo! Leute, cool! Oh Gott. Jetzt müssen wir halt ein bisschen gucken. Aber, oh mein Gott. Was soll ich dazu sagen? Hey, you, you want to learn?
Besser ist das, dass wir das Tempo wieder rausgenommen haben. Damit ist es schon deutlich entspannter, denn das Ding bricht hier nämlich sofort zusammen. Und wir haben da hinten anscheinend noch jemanden. Wir müssen uns die Waffe ziehen. Was? Noch ein Boss? Oh Gott! Nein, 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 nein! Weg mit dir, du dicke Lehrerin! Ja, ja. Wir kriegen Abstand, Leute. Wir haben es gleich geschafft. Und... Weg! Da mach ich direkt den nächsten Boss. First try! Bam! Hab ich die dicke Alte erledigt. okay. Die ist einfach verschwunden. Ich habe die Laserkanone auf ganz entspannter Basis. So, jetzt müssen wir uns erstmal ein wenig orientieren, Freunde. Da oben ist wieder so ein Schalter. Wir brauchen anscheinend Metallrohre, die wir hier so platzieren. Okay, das habe ich soweit verstanden. Ich frage mich nur, warum können wir das denn nicht von der anderen Seite nehmen? Müsste ja eigentlich passen. Wir brauchen da drüben auf jeden Fall noch eins. Aber dann hätten wir doch gleich auf die andere Seite gehen können, oder sehe ich das falsch? Machen wir einfach mal. Ich nehme einfach den Secret Room hier. Geht es? Nee, kann ich nicht. Okay, wir müssen von da aus da nochmal ein Rohr rüberlegen. Okay, das ist schon so gedacht, denke ich mal. Und wir dürfen nicht vergessen, Freunde, ich bin in der Schule. Ich weiß auch nicht, was das soll, aber ist okay. Sie ist da gerade runtergefallen. Absolut hops gegangen. So, wir gehen weiter und holen uns mal das nächste Rohr. Sieht gut aus. Ich finde das auch irgendwie ziemlich cool, dass man das halt machen kann. Ich habe das schon öfter mal gesehen, dass sowas geht. Und wir nehmen das natürlich mit. Da sieht man irgendwie noch ein Bild, ne? Von Mr. Stinky, als er klein war. Ja, ist trotzdem jetzt voll der Blödmann geworden. Das ist egal, ob der damals süß ausgesehen hat. Ich würde sagen, man muss eventuell... Ja, also das werden wir so safe nicht darüber schaffen. Ich denke nicht. Ich gehe lieber den sicheren Weg. Damit wir nicht 30 Mal laufen müssen. Am Ende des Tages hätte man natürlich auch schauen können, ob wir es mit rüberspringen da schaffen. Aber, ja, schaffen wir nicht. Das ist also ganz gut, so wie wir es gerade machen. So, dann gehen wir doch mal direkt hier rüber, Freunde. Und darauf, zack, platziert. Vorsicht. Jo, okay, ich sag dazu nichts. Egal, wir stellen keine Fragen. Wir sind durch und drücken den Knopf. Hoch! Nein, runter! Es geht noch weiter runter. Okay. Wow, wo sind wir denn jetzt? In der Kanalisation? Ziemlich cool. Okay. Den giftigen Schleim dürfen wir nicht mitnehmen. Das ist nämlich der Schleim, in dem Mr. Stinky immer drin badet, Leute. Hashtag Stinky, wenn ihr auch nicht in diesem Schleim baden wollt, weil ich meine, Diggi, guck dir mal den Typen da an. Digga, der ist ja absolut hops genommen. Ja, ich denke, es ist klar. Wir wollen hier definitiv nicht in der Suppe landen. Okay, wir haben es geschafft. Bis hierhin erstmal gut. Ich analysiere das jetzt hier alles ganz genau. Und das sieht, glaube ich, jetzt bisher ganz gut aus. Wir können uns hier so rüberstellen. Und stellen uns dahin. Jetzt geht das Ding vorbei und ich glaube, wir haben es geschafft. Jawohl. Und es geht ab auf den Bleistift, auf den nächsten Bleistift. Junge, das ist richtig schwer. Darf ich kurz erwähnen, dass ich Schwierigkeitsgrad hart genommen habe und ich halt nicht weiß, ob dadurch der Parcours auch deutlich schwieriger geworden ist. Das hier ist natürlich wieder komplett entspannt, aber eben, ey, das war schon nicht ganz ohne und wir klettern hier so eine Bleistiftleiter hoch. Ziemlich cool. So eine Bleistiftleiter habe ich auch noch nie gesehen. Und es geht weiter. Da hinten ist er, ne? Ich glaube, wir haben jetzt so einen dicken Run-Part. Okay, da kommen wir locker durch. Auch das Ding müssen wir vorsichtig nehmen. Es geht hier aufs Rohr rauf. Auf den Bleistift. Sehr gut. Abwarten und auf den nächsten. Und yes, jetzt sind wir im Run, Leute. Jetzt sind wir im Run. Komm rüber da. Zack. Jawoll, wir sind gleich draußen. Wir haben es geschafft, oder? Da ist der Pokal, Leute. Wir sind raus aus der Schule. Das war's. Ja. Easy Game. Easy Life. Wir haben die Ach du heiliger Mann! Digga, da kommt jetzt der Mega-Robot 9000! Uff. Okay, der ist heftig. Leute, es gibt nochmal einen richtig fetten Bossfight. Wir haben Hälfte. Auf jeden Fall schon. Oh, und der springt. Zum Glück keine Druckwelle. Das wäre jetzt einfach noch zu wild. Leute, kommt schon, kommt schon, kommt schon. Oh. Nein, 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 nein. Die wurde direkt wieder pulverisiert. Aber ich bin der Allerechte.
Oh yeah, meine Freunde. Da ist nämlich das wahre Ende. Das hat schon Spaß gemacht, muss ich sagen. Habe ich auch nicht mitgerechnet, aber irgendwo war es auch klar. Mr. Stinky ist nämlich ein ganz gemeiner. Und wir fahren los, Leute. Das war's. Wir sind raus aus der Schule, ne? Hier unten sieht man auch die Lava. Komplett. Sehr, sehr geiles Game. Mr. Stinky ist erledigt. Und da hinten wartet eine kleine Trophäe auf mich. Ich hab's geschafft. Da bin ich. Leute, wir haben den harten Modus abgeschlossen. Und hier geht's zu einem neuen Mystery Game. Und Leute, guckt euch das an. Ich bin Topscore auf dem Server. Junge, was? Nenn mich den Profi! Topscore im Modus Hard! Leute, das war's auf jeden Fall wieder mit einer Folge Roblox. Und ich bin der Weltmeister. Entspannt! Lasst ein Like, wenn es euch gefallen hat. Danke fürs Zusehen bisher. Dickes Küsschen geht raus. Deno out.